Willkommen zurück zu Project Zomboid. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play das Kaninchen und wir wollen uns ein wenig bilden. Denn Bildung kann nie schaden. Und das tun wir, indem wir uns ein wenig hier Tischlern für Anfänger zu Gemüte zügen. Das bringt einen EP-Multiplikator für die Geschicklichkeitsstufen 1 und 2. Wir sind bei 1. Das lesen wir mal. Und das Lesen ist etwas, was ich... Wo ich echt nicht weiß, ob es sich lohnt. Ich meine, es gibt den Nachteil Analphabet, wo du halt echt 12 Punkte dafür bekommst, dass du keine Bücher lesen kannst. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt hier drauf bezieht, denn dieses Lesen dauert echt ewig lang. Ihr seht, dass dieser Balken geht hier echt langsam runter. Wir sind bei Seite 4, jetzt 5 von 120 und ich muss, soweit ich das mitbekommen habe, das komplette Buch gelesen haben, um den EP-Multiplikator zu bekommen. Und jetzt stehe ich hier und langweile mich zu Tode. Und dann weiß ich nicht, ob es diesen... dieser Multiplikator sich wirklich lohnt? Oder ob der Nachteil, dass man nicht lesen kann, sich eher in die Richtung bezieht, dass ich keine Bücher lesen kann und keine Zeitungen und Magazine, um gegen die Langeweile, die ich hier habe, ach, ich bin schläfrig, entgegenzuwirken. Und die Bücher mehr so nutzloser Beigeschmack sind, beziehungsweise vielleicht auch in den späteren Abschnitten, denn, wenn man mal guckt, hier, das sind... Stufe 1 würde 75 Erfahrungspunkte kosten, Stufe 2 sind 150 und nach hinten wird das natürlich dann immer mehr. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass das später elementar wird, gelesen, diese Sachen zu lesen, damit man die Stufen möglichst schnell erreicht oder besser erreicht. Und am Anfang ist es eher noch Jux und Dollerei. Oh, guck mal, hier leuchtet was. Ach, guck mal, jetzt habe ich einen Multiplikator von 0,3. Ah, ich muss also nicht das komplette Buch gelesen haben, um einen Multiplikator zu bekommen, sondern es reicht auch schon ein bisschen was. Ah, das ist ja cool. Das ist gut zu wissen. Ich meine, ich kann noch nicht tischlern, weil ich noch keine Axt und keine Säge und nichts habe. Und wenn wir hier mal gucken, während ich lese, kann ich ja hier das mal ein bisschen noch durchgucken. Na, geh mal weg hier. Grüß dich. Hier brauche ich... Jetzt bin ich noch langweilig. Hier brauche ich eine Türklinke, einen Nagel und ein Brett. Hier brauche ich einen... Welches bestimmt haben wir schon? Eimer mit... Gips. Dann mache ich halt... ach so, wenn ich... wie heißt Mörtel machen möchte? Baumstämme und Seile... Ja, und hier Säge, Baumstamm. Brauche ich Baumstamm und eine Säge? So ein Lakenseil. Taschenlampen, Matratze. Open Box of Nails. Es gibt also auch Nägelboxen, sehr gut. Screws. Schrauben. Wie sieht's aus? 0,6 schon. Das ist das eine. Und das andere ist ja hier... Brauche ich auch Bretter? Aber da brauche ich keine Werkzeuge, wenn ich es richtig sehe. Hier brauche ich nur Stoff jetzt. Eine starke Wand aus Baumstämmen. Eine Holztür, Türrahmen, Fensterrahmen. Die sieht nicht so geil aus. Ich frage mich, ob solche Sachen... Kann ich auch eine Wand herstellen? Eine normale? Warte, das Holzbretter. Wenn die... Wenn ich das hier lese, die kann verbarrikadiert, verputzt und gestrichen werden. Das ist natürlich auch interessant. Das heißt, damit kann ich auch nochmal boosten. Aber dafür brauche ich... Erstmal werde ich jetzt was schlafen gehen. Das hier, wir schlafen jetzt erstmal ein bisschen, 8 Stunden. Sind wir durstig? Okay, das dachte ich mir, wir schlafen eh nie 8 Stunden. Dann trinken wir mal noch was. Und jetzt, wenn mir langweilig ist, lese ich doch mal eine Zeitung. Ein wenig Zeitung lesen. Und uns ist nicht mehr langweilig. So, und da es eh noch dunkel ist, lese ich mal weiter. Und ich habe ja schon 58 Seiten gelesen. Das heißt, ich habe hier den Vorteil, dass ich da weiter... Das ist natürlich ganz geil. Und dass man hier den... Bonus Stück für Stück bekommt, ist auch verdammt geil. Das heißt, man kann auch immer nur abschnittsweise lesen und sich so immer weiter verbessern. Das ist geil. Das ist gut gemacht. Oh, das ist eine richtig gute Idee von den Spielemachern.
Glove and Boots, ich weiß nicht, ob ihr Glove and Boots kennt, das ist ein anderer YouTube-Kanal, den ich feiere. Also den finde ich wirklich toll. Die neuen Sachen, also sie haben, wie jeder Kanal, und wie jeder hat er Sachen, die einem gefallen und Sachen, die ihm nicht gefallen, aber einige Sachen, da kann ich mich jedes Mal totlachen. Und die haben auch einen Blog darüber oder einen Vlog darüber gemacht, das sind Handpuppen, die, oder nicht Handpuppen, das ist nicht so. Erdmännchen? Nee, es ist kein Erdmännchen, was war es denn? Ich weiß es nicht mehr, was es war. Jedenfalls machen die Vlogs über verschiedene Themen. Da haben sie auch über das Ende der Welt und da haben sie beschrieben, wie man sich am besten auf das Ende der Welt vorbereitet. Und da haben sie auch gesagt, ein wichtiger Aspekt ist, dass man sich bildet, dass man Fähigkeiten erlernt, dass man irgendwo ein wenig Know-how erlernt. Und generell, der ganze Vlog ist fantastisch, weil es ist so von wegen, ja, geh einkaufen und hol dir ein paar Sachen, die lange haltbar sind, wie Dosen, also genau das, was ich auch schon erzählt hatte. Mach deine Wohnung sauber und reparier alles, was kaputt sein könnte, bilde dich, trainiere ein bisschen, um fit zu sein. Und das Ganze ist halt auch wieder so ganz cool gemacht, weil es unter dem Aspekt gedreht wird, ja, bereite dich auf eine Zombie-Apokalypse oder irgendeine Apokalypse vor, war jetzt nicht auf Zombies beschränkt, sondern generell Apokalypse Now. Da war ein Zombie, ich hab's gehört. Aber alles war im Endeffekt auch wieder darauf, dass es nicht schlecht ist, das generell zu tun. Es schadet generell nicht, ein bisschen fit zu sein. Und es ist echt gut für den Körper und fürs Herz und Herz-Kreislauf und sowas, wenigstens ein bisschen Sport zu treiben. Bildung und Fähigkeiten erlernen schaden nie, so ein bisschen Handwerk oder Kochen. Kochen kann auch nie schaden. Es macht super Spaß, selbst zu kochen. Und man kann selbst kontrollieren, was man reinmacht, wie viel man reinmacht. Und es macht halt echt Spaß. Und Essen macht ja auch Spaß. Und solche Sachen, das ist halt echt cool. So, 6 Uhr, wir sind immer noch beim Lesen. Jetzt sind wir schon bei dem Multiplikator von 1,2. Ich frag mich, wie hoch der geht. Ich muss aber noch Werkzeug sammeln. Das heißt, ich muss mich umschauen, ob ich irgendwo noch eine Säge und eine Axt finde. Humanmedizin ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Landwirtschaft wird später bestimmt auch wichtig, wenn ich keine Sachen mehr finde. Okay, ich würde sagen, wir plündern mal. Wie ist es 6 Uhr morgens? Ich glaube, wir gehen mal los und plündern ein wenig. Warte mal, erstmal gucken, was unser Haus sagt, ob das alles safe ist. Nicht, dass wir eine böse Überraschung erleben, wenn wir wiederkommen. Weil hier jetzt irgendjemand an unser Haus klopft. Nee. Okay. Ich guck nochmal. Jetzt Glück haben, dass hier unten jetzt mal langsam, weil, ach, ich weiß nicht, wo ich Werkzeuge herbekomme. Ach, da dümpelt, ach du Schande, da dümpelt immer noch ganz, ganz viel rum. Also Glove and Boots kann ich euch nur empfehlen. Falls ihr mal ein bisschen Spaß haben wollt, ein bisschen Langeweile habt und nicht wisst und alle von meinen Projekten durchgeguckt habt, guckt euch Glove and Boots an. Oder die beleuchteten Brüder. Kann man auch mal gucken. So. Genug Werbung für andere Kanäle gemacht. Jetzt geht's weiter damit, irgendwie hier unser Leben zu ermöglichen. Ich möchte... Ah, ich weiß immer nicht. Ich würde erwarten, dass... Hallo? Stift. Nichts. Okay. Laken. Das ist eingebrochen. Waren wir hier schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Ein Jagdmesser? Auf jeden! Geil! Und Essenssachen. Muss ich wieder zurücklaufen? Oh, ich will nicht mal wieder zurücklaufen. Nehmen wir vielleicht auf den Rückweg mit. Strom hält jetzt ja noch eine Weile, das heißt, hier ist ja noch... Und ich glaube, dass diese Häuser mir nicht viel bringen, weil ich... Werkzeug finde ich, glaube ich, in Schuppen und sowas und nicht irgendwo in... einem Standardhaushalt. Aber ich glaube, eher so ein abgeschiedenes Haus mit so einem Schuppen oder irgendwie sowas. Oder in einem Supermarket?
hier drüber? Nee, ne? In einem Supermarkt? Vielleicht. Bin ich hier auf einem... Okay, was haben wir hier? For sale? For lease. Ist hier eine Tür, die ich öffnen kann? Da hinten ist eine Tür. Hier drinnen ist auf jeden Fall Freiraum. Okay, das ist alles leer. Ein Klamottengeschäft, geil. Nägel! Vielen. Oh, ganz viele Nägel. Oh, ich bin im Paradies. Zigaretten brauche ich nicht. Päckchen mit... solchen Sachen. Der Rest ist alles leer. Und hier ein Blatt Papier, Blatt Papier. Radiergummi, natürlich. Und ein Bad, okay. Okay, das war ja schon mal ganz... Ach, okay, die hat mich gesehen. Komm her, komm her. Na komm. Ah, komm. Ah, komm her. Bam! Ah, ein bisschen aufräumen hier. Hast du noch irgendwas? Ich hab Durst. Warte, warte. Ich hab Durst. Das bedeutet, ich muss mal hier... trinken ein Viertel. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt gucken wir mal, was hier ist. In der Mülltonne vielleicht noch irgendwas? Nein. Kann ich die Tür aufbrechen? Nee, ne? Schade. Chips. Chips wäre nicht schlecht. Orangenlimonade. Chips. Korkenzieher! Den nehmen wir mit. Den kann ich bestimmt gebrauchen. Feuerzeug. Magazin nehmen wir mit. Und hier. Das sind alles Sachen, die sie noch halten. Das ist eine nette Sache, dieser Markt hier, aber nicht das, was ich brauche. Ich brauche Werkzeug. Essen habe ich genug. Nur mal in diesen Supermarkt. Ah, das sind drei Stück. Ah, die kriegen wir tot. Können wir vielleicht zu zweit umwerfen? Sehr gut. Okay, sehr gut. Pullover, Schuhe, leeres Notizbuch, Rock. Okay. Da ist noch eine Tür. Vielleicht geht die auf. Warte mal, das Rote. Warum war das rot? Ist das eine Alarmanlage? Oder ist das einfach der Licht? Magazin wird mitgenommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es noch irgendwann spät, ob es NPCs gibt, wo ich dann zum Beispiel die Zigaretten auch eintauschen könnte, vielleicht. Nehmen wir auch alles mit. So ein bisschen überladen. Jetzt packen wir einfach ein bisschen um. Warte mal, das Jagdmesser macht natürlich nicht so viel Schaden, ist aber einhändig. Das würde also bedeuten, ich könnte damit dann... Oh, die Nägel. Wenn ich noch eine zweite Tasche finde, könnte ich damit das in die andere Hand nehmen. So. Das nehmen wir auch da rein. Gott. Okay. Betriebsanleitung für Generatoren. Yes! Sehr geil. Oh, geil. Genau das brauchten wir. Oh, ich bin... Alter! Senfgürkchen, Speiseeis. Wasserflasche, Zwiebeln, panierte Würstchen. Wir nehmen die Wasserflasche mit. Sehr, sehr cool.
Flaschen kommen hier wieder rein. Jetzt brauchen wir nur noch Werkzeug. Oh, das wäre so geil, wenn wir jetzt noch Werkzeug finden würden. Holzkohle. Holzkohle und Chips. Ganz viel Holzkohle. Jetzt kann man uns merken, dass hier ganz, ganz viel Holzkohle ist. Hier ist nochmal ein Feuerzeug. Okay. Nägel, geil. Nehmen wir mit. Hallo. Das ist nur einer. Zwei, drei. Gehen wir tot. Stirb endlich. Ist nichts Spannendes dabei. Zum Glück sind das echt dumme Zombies. Eine Brieftasche und ein Magazin wird auch mitgenommen. Ist so noch was Spannendes dabei? Nee. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Pizza... Der Pizzamarkt ist zu. Jetzt gibt's einen Hintereingang. Ich mach kurz in den Müllcontainer. Ob hier noch irgendwas Spannendes drin? Was ist das denn? Das Paradies, eine Brechstange! Hier wiegt die 3. Oh, geil. Ah, die kann ich auch als Waffe nehmen, vielleicht. Weiß ich nicht, in dem Hunger. Golfschläger? Noch eine Brechstange. Nicht, dass die kaputt geht. Das ist natürlich was, was nicht geil wäre, wenn die kaputt gehen würde. Aber der hier ist halt bald kaputt, der Baseballbat. Und dann könnte ich die Brechstange als Waffe nehmen. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Nägel, ein Brett. Okay, erstmal Nägel. Ein Brett, das. Eine Axt und Farbe. Oh, ich bin so glücklich. Du bist noch am Umpacken, ne? Mhm. Nägel wiegen nichts. Gut zu wissen. Okay, wir müssen auf jeden Fall zurück. Wir haben eine Axt, das ist fantastisch. Jetzt können wir Holz hacken. Wir müssen jetzt noch ein bisschen umsortieren, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Das mache ich mal offscreen schnell. Und dann hole ich euch dazu, wenn ich wieder ein bisschen mehr Freiraum habe. Dann laufen wir zurück und können nämlich mal anfangen. Wir haben zwar immer noch keine Säge, aber wir können vielleicht ein paar... Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Ich muss dafür erstmal zurück, weil wir eh überladen sind. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaninchen. Tschüss.